Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Ich habe irgendwann mal vor 10 Jahren ein Bild bei Instagram hochgeladen, wo ich euch gesagt habe, schreibt mir mal ein paar Fragen in die Kommentare. Die beantworte ich jetzt. Okay. Kannst du mal wieder über dich ein Faktenvideo machen, bitte? Mir machen Faktenvideos extrem viel Spaß. Also ich habe bisher, glaube ich, auf meinem YouTube-Kanal schon 3 oder 4 Stück hochgeladen. Auch teilweise über spezielle Themen, wie beispielsweise irgendwie 20 Gaming-Fakten über mich oder sowas. Wenn ihr also mal wieder so ein paar Sachen über mich erfahren würdet, dass ich irgendwie nochmal sage, irgendwie 20 Facts about me oder irgendwie sowas, dann zeigt mir mal mit einer Bewertung. Und wenn ihr da total ausrastet, dann werde ich vielleicht demnächst mal wieder ein Faktenvideo hochladen. Vielleicht auch jetzt dann aus dem Urlaub. Woher bekommst du deine Videoideen? Das fragen mich enorm viele, weil ich bin ja jetzt kein Mensch, der irgendwie jeden Tag ein Minecraft-Projekt und noch ein anderes Gaming-Projekt hochlädt, sondern der halt schon so zwar auch ein Daily-Uploader irgendwie in einer gewissen Form ist, obwohl es halt oft nicht so ganz klappt. Aber das mit den Videoideen ist echt immer so ein Thema, wo sich sehr viele fragen, hey, wie kommst du eigentlich darauf, dass du jeden Tag wirklich irgendwas Neues findest, was du hochlädst? Ich habe halt vor einem halben Jahr angefangen, mir so eine Google-Tabelle zu machen und zu pflegen, die halt quasi meinen Upload-Plan darstellt. Auf diese Tabelle kann ich quasi zugreifen von meinem iMac, von meinem MacBook, von meinem iPhone, wenn ich hier irgendwie unterwegs bin oder so. Und immer wenn ich irgendwas sehe oder ich irgendwas bei YouTube sehe oder irgendwo was mitkriege oder irgendeinen Trend mitkriege, denke ich mir, okay, wie könnte man damit ein Video machen? Und dann ist es quasi scheißegal, ob ich gerade in der Bahn sitze, im Auto sitze oder irgendwo zu Hause sitze, sondern dann schreibe ich es einfach direkt da rein und dann ist die Idee quasi vorhanden. Aber die meisten Ideen kommen ja eigentlich auf dem Klo. Und beim Einschlafen. Und unter der Dusche. Man kann dazu echt keine goldene Regel festhalten von wegen, ja, wenn man das und das zu Mittag isst, dann kommt man auf die perfekte Videoidee. Ich sehe meine Videos auch nicht mal als perfekt an, aber das mit den Videoideen ist eigentlich recht simpel. Also wenn man allein so ein bisschen nachdenkt, dann kriegt man das eigentlich locker flockig hin. Meinst du wärst schön, du bist hässlich? Nee, Spaß. Genau. Genau, das ist auch meine Meinung. Kannst du mal ein Video mit deiner Schwester machen? Nein. Es hört sich jetzt wahrscheinlich sehr böse an, wenn ich das einfach so klipp und klar sage, aber ich werde nie ein Video mit einem Familienmitglied von mir machen. Das finde ich bisschen zu privat. Ich habe schon übelst oft Videos mit Kumpels gemacht, irgendwie mit Chris damals, das ist ein ultra guter Kumpel von mir, oder allein mit Max und Sebastian, also mit Krani und SK. Das sind halt einfach gute Kumpels von mir, mit denen mache ich gerne Videos, allerdings ist es bei meiner Familie so, dass ich nicht möchte, dass man Genaues über die weiß, also wie sie aussehen, wie alt sie sind, wie sie heißen, wo sie wohnen. Und ich hoffe, ihr respektiert diese Entscheidung. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass sich Menschen immer ab und an ändern. Also wenn ich irgendwann in 40.000 Jahren doch ein Video mit meiner Schwester aufnehmen sollte, dann verweist mich hier nicht zurück auf dieses Video, sondern dann habe ich bestimmt auch andere Gründe oder irgendwie sowas. Aber bisher erstmal, nein. Let's move on. Wo warst du, als Gott Gehirne verteilt hat? Hast du was gesagt? Wen magst du von Ukulele, Baloo, Vitello und Ukulelina am meisten? Die Sache ist, dass dieses komplette Rollenspielmäßige, was ja früher in meinen Videos so übel krass bei euch angekommen ist, derzeit gar nicht mehr so richtig aktuell am Start ist. Ich weiß noch, früher hatte ich Baloo, Vitello, Ukulele einfach im Hintergrund von der Cam sitzen und es hat sich irgendwie so nach und nach alles über diese Akinator-Videos entwickelt. Als dann aber immer mehr YouTuber irgendwie Akinator hochgeladen haben, habe ich halt gedacht, nee, wenn es jetzt alle machen, habe ich da auch keine Lust mehr drauf. Und dann ist das irgendwie so ein bisschen runtergegangen mit der Rollenspielsache. Dann kam halt noch der Ukulele-Vlog, wo Ukulele derzeit halt immer noch bei Marvin ist, weil wir diese Serie auf jeden Fall ein bisschen aufrechterhalten wollen. Aber die Frage bezieht sich ja darauf, wen ich am meisten mag und ich glaube, das ist sogar mein neuer Kaktus. Ein paar Sekunden später. Das hier ist mein neuer Kaktus namens Kaka. Den habe ich, au, 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 au. Du scheiß Missgeburt. Den Kaktus habe ich mir bei Ikea gekauft und das ist ein echter Kaktus, also der ist, Okay. Es ist halt der einzige von den ganzen Leuten, denen ich bisher Namen gegeben habe, der wirklich lebt. Also er lebt halt nicht wirklich. Ich muss ihn einmal im Monat gießen und vielleicht ist er in einem Jahr dann mal einen halben Millimeter gewachsen. Aber Kaka. Ich mag Kaka derzeit am liebsten. Krass ist halt einfach auch, dass es mittlerweile schon Kaka-Fanpages auf Instagram gibt. Ihr seid irre. Bist du Call oder Dom? Das, ja. Das ist eine, Wie groß bist du? Wie groß sind deine Muskeln? Ich bin 1,92 groß, glaube ich, oder 1,93 oder irgendwie so um den Dreh. Ich habe mich schon länger nicht gemessen, allerdings wachse ich halt nicht mehr wirklich. Wäre auch schlimm, wenn ich bei 1,92 noch wachsen würde. Ich wünsche, Kaka würde mal so groß werden. Boah, Muskeln, ey, keine Ahnung. Ich habe keine Muskeln. Luca, jeder Mensch hat Muskeln. Nein, ich nicht.
Wann kommt dieses Video endlich und wie stellst du dir dein Leben in 10 Jahren vor? Erste Sache ganz kurz beantworten, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie in einem Instagram-Bild vor 3 Tagen gesagt habe, yo, stell mir mal Fragen darunter, sondern das Bild ist, glaube ich, schon 3 Wochen her und da wurden halt übelst viele Fragen drunter gestellt. Ich wollte nur diesmal ein bisschen länger warten und ich war faul. Hauptgrund war, ich wollte jetzt halt echt mal ein bisschen, aber ich war faul. Wie stelle ich mir mein Leben in 10 Jahren vor, Alter? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich hasse es, solche Sachen komplett zu planen irgendwie. Aber wenn es jetzt derzeit so einen Wunsch von mir gäbe, wie mein Leben in 10 Jahren sein sollte, dann irgendwie mit einer Frau und mit einem kleinen Sohn in einer Penthouse-Wohnung in London. Kann ich das bitte so haben? Wie viele Pokémon hast du? Ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt, wo das Video jetzt hier rauskommt, schon ein neuer Pokémon Go Teil von mir online ist. Mein Gott, ich mache gerade den Flugmodus raus und hier spammen gerade die ganzen Leute rum. So sieht Pokémon Go gerade bei mir aus. Also das ist, sind so meine besten Leute. Ich bin Level 14, mit 14 und, oh, ich bin fast Level 15. Ich habe gerade in meinem Team 48 von 250 Pokémon und wenn ich auf Pokédex klicke, dann, ich verklicke mich hier gerade die ganze Zeit. 2000 Jahre später. So, irgendwie gefangen, 50 gesehen, 52. Also noch nicht so ultra krass, ich spiele es auch nicht so häufig, weil ich derzeit auch... Hier ist gerade ein Tentoxa in der Nähe. Ich mache es halt gerade so, dass ich jedes Pokémon fange, was ich sehe. Also jedes scheiß Traumato, jedes Taubsi, jedes Radfratz und verschicke die direkt an den Professor. Das heißt, ich habe gerade irgendwie so 250 Taubsi-Poke-Bonbons. Und irgendwann, wenn ich dann halt alle Taubsis entwickeln und dann Glücksei einsetze, dann schaffe ich locker 5 Level an einem Tag, weil ich habe irgendwie noch 2, 3 Glückseier und... ja, wir machen weiter mit den Fragen. Warum bist du so dumm? Hab dich lieb. Dankeschön, ich hab dich auch lieb. Und auch mal eine ganz kurze Sache an alle Instagram-Fanpages von mir da draußen. Es gibt da mittlerweile ein paar Seiten, die haben irgendwie 30.000 Subs oder so und die posten halt regelmäßig irgendwelche Ausschnitte von mir aus Bildern, wo ich beispielsweise... Und dann schreiben die halt so einen Text drüber, Luca freut sich, dass er gerade eine 2-1 in der Schule bekommen hat oder so. Sowas feiere ich übel. Ich kann jetzt gar nicht die ganzen Namen nennen, da gibt es nur voll viele Seiten, wie Laser Lucas Bay oder Conny Momente oder Lutz Memes oder so, voll viele Sachen. Das feiere ich mega, wenn irgendwie so Sachen von mir nicht so komisch bearbeitet werden mit so Herzchen dran und so. Das ist auch schön, aber so eher so witzig. Wisst ihr, wie wenn ich irgendeine Pose mache und dann schreiben die irgendwas drüber, Luca in Klammern 20 ist der beste Pokémon-Trainer oder so. Das feiere ich übel und da wollte ich mich einfach mal ganz kurz für bedanken, dass ihr mich damit zum Lachen bringt. Danke. In welchem Fach warst du in der Schule am besten? Ich war in Religion am besten. Also ich kann halt immer sehr viel über kontroverse Themen reden und mit anderen darüber diskutieren. Und deswegen konnte ich, das war so das einzige Fach, wo ich labern konnte und labern, ohne dass mich irgendein Lehrer zurückgebündigt meinte und meinte von wegen, ne, das Gedicht musst du aber so und so deuten. Deins ist zwar richtig, aber meins ist richtiger. Würdest du lieber deine Gedanken auf Papier bannen können oder deine Träume, nachdem du sie geträumt hast, noch mal im Fernsehen sehen können? Definitiv das zweite. Ich träume immer so eine abgefuckte Scheiße und ich würde das so gerne am nächsten Tag einfach so, stellt euch vor, ihr wacht auf und wisst, okay, ich hatte gerade entweder einen Albtraum oder einen richtig schönen Traum oder einen richtig verrückten Traum oder einen richtig witzigen Traum, schaltet den Fernseher an und seht den Traum nochmal. Das fände ich ultra geil. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich safe, lasst ein Like da. Lebt das Leben und alles ist spät. Wir sehen uns. Weiß ich.